In diesem dritten Workshop geht es darum, ja, Daten zwischen mehreren Rechnern abzugleichen. Wir haben hier folgenden Fall. Wir haben zwei Rechner. Der eine Rechner steht im Büro und der zweite Rechner im Homeoffice. Wir möchten an beiden Rechnern an den gleichen Daten arbeiten. Wir haben Projektdateien und wollen eben, dass wenn wir im Büro arbeiten und abends nach Hause kommen, die Daten in der neuesten Fassung am Heimrechner vorliegen und wenn wir am Heimrechner Änderungen vornehmen, dass wir am nächsten Morgen im Büro auf diese neuen Daten zugreifen können. Das Ganze natürlich nicht über die einfache und unsichere Art, die normale Cloud, sondern mit Hilfe von CryptoProtect, also verschlüsselt über die Cloud. Wir haben also zwei Rechner. Wir haben hier unseren ersten Rechner, der im Büro steht, und den richten wir zunächst einmal ein. Das Vorgehen sollten Sie aus unserem ersten Workshop bereits kennen. Arch CryptoProtect ist gestartet. Die Cloud-Software des Anbieters, den wir hier einsetzen sollen, sollte installiert sein. Das heißt, sie sollte nicht, sie muss installiert sein. Und wir starten jetzt einmal unseren Assistenten und wählen hier Neu. Als Bezeichnung vergebe ich, ja, Projekt Titan. Bei unverschlüsselten Dateien wähle ich einmal ein Verzeichnis, in dem sich bereits Daten befinden. Es ist jedoch immer besser, mit leeren Verzeichnissen zu starten. Das Verzeichnis mit den verschlüsselten Daten, dazu komme ich gleich, lege ich dann nach OneDrive. So, ich erstelle mir hier einmal, hier habe ich einen Ordner mit Bildern, den benenne ich auch einmal um in Titan. Der Ordner liegt übrigens auf dem Desktop, das heißt, ich wähle hier als Verzeichnis mit unverschlüsselten Dateien den Desktop und da den Ordner Titan. Ich lege die verschlüsselten Daten nach OneDrive und erzeuge mir hier jetzt einen Ordner Titan. Bestätige mit OK. Da ich weiß, dass meine Verzeichnishierarchie flach und die Pfadlängen, also das Verzeichnisname plus Dateiname, die 128-Zeichen-Grenze nicht überschreiten werden, aktiviere ich hier einmal die Verzeichnis- und Dateinamenverschlüsselung. Hier wird noch einmal darauf hingewiesen, auch im Handbuch, dass Sie jederzeit hier über die Hilfeschaltfläche aufrufen können, wird noch einmal erläutert, was es mit dieser Verzeichnis- und Dateinamenverschlüsselung auf sich hat und worauf man achten muss. Bei Sync-Methode ist an dieser Stelle Abgleich beide Richtungen die korrekte Wahl. Weiter zum nächsten Schritt. Hier nehmen wir keine Änderungen vor, wir haben keine Dateien, die unverschlüsselt in die Cloud gelegt werden sollen und wir haben auch keine Dateien, die ignoriert werden sollen. Also gehen wir weiter zum nächsten Schritt, wo wir ja ein Passwort, eine Passphrase eingeben sollen. Ich mache das hier, weil es sich um eine Demo handelt, einmal mit dem berühmten 1, 2, 3 nicht nachmachen, sondern sehen Sie sich die Vorgehensweise in Workshop 1 zum Beispiel an. Da gebe ich auch ein paar Tipps zur Passphrase. Hier soll das genügen. Ich gehe zum nächsten Schritt, sehe eine Zusammenfassung und ja, alles ist so, wie ich es mir gewünscht habe. Bei Besonderheiten, Anmerkungen sehe ich, dass die Verzeichnisverschlüsselung, die Dateinamenverschlüsselung aktiviert ist. Gehe auf Übernehmen. Sie können sich hier, und das empfehle ich grundsätzlich, die Schlüsseldaten sichern, und zwar ja, zum Beispiel auf einen USB-Stick oder die können Sie auch unverschlüsselt in die Cloud legen, denn diese Schlüsseldaten, die sind zwar existenziell, wenn ein Fehler auftritt und Sie die Daten im verschlüsselten Verzeichnis wieder entschlüsseln müssen, aber die sind nicht
schützenswert, denn nur zusammen mit Ihrem Passwort ergeben diese Daten einen Sinn und führen dazu, dass CryptProtect die Daten auch wieder entschlüsseln kann. Also diese Schlüsseldatendatei könnten Sie notfalls auch irgendwo offen auf einer Webseite ablegen. Ich verzichte hier einmal darauf, die Schlüsseldatei zu sichern. Sie sollten das, wie gesagt, nicht tun. Ich habe die Daten übernommen und CryptProtect springt in die Home-Ansicht. Wie Sie sicher bereits wissen, hat CryptProtect zwei Mechanismen, die dazu führen, dass die Daten abgeglichen werden. Zum einen sind das Änderungen, die in den beiden überwachten Verzeichnissen stattfinden. Das heißt, wenn irgendwo, es kommt auf die Synchronisationsrichtung an, eine Änderung auftritt, dann merkt CryptProtect das und ja, führt die entsprechende Aktion aus, löscht die Datei, ändert sie, kopiert sie, was auch immer. Der zweite Mechanismus ist ja ein zeitgesteuerter Mechanismus. Das heißt, es gibt zum Beispiel Situationen auf dem Rechner, an dem abertausende Dateiänderungen mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden und dann gemeldet werden. Dabei gehen immer wieder, dafür kann CryptProtect nichts, das ist ein Mechanismus im Betriebssystem, Meldungen über Änderungen verloren. Um diese Änderungen dennoch zu berücksichtigen beim Abgleich von verschiedenen Verzeichnissen, gibt es eine zeitgesteuerte Synchronisation, hier eingestellt auf 10 Minuten. Alle 10 Minuten sieht sich CryptProtect also die Inhalte der jeweiligen Verzeichnispaare, das könnten ja bis zu 8 Verzeichnispaare sein, an und gleicht die Daten entsprechend der Einstellungen ab. Wer das Ganze beschleunigen möchte, und das tun wir hier, klickt auf Forcieren und ja, Sie sehen hier, der Abgleich findet statt. So, jetzt sehen wir uns einmal, und das ist hier für uns interessant, den Inhalt des verschlüsselten Verzeichnisses an. Auch an dieser Stelle der Hinweis, niemals, never ever, hier manuell eingreifen, Dateien löschen, umbenennen, was auch immer. Unterlassen Sie es einfach. CryptProtect könnte hier aus dem Tritt kommen, sodass wir manuell tatsächlich in das Verzeichnis eingreifen müssten, um die Sache wieder ans Laufen zu bekommen. Sie sehen, die Dateinamen hier sind verschlüsselt. Es gibt ein paar unverschlüsselte Dateien, die stammen aber nicht aus Ihrem Projekt, sondern das sind Verwaltungsdateien für CryptProtect selbst. So. Der Bürorechner wäre eingerichtet. Jetzt geht es darum, den Rechner zu Hause einzurichten. Wir fahren jetzt nach Hause, sind jetzt zu Hause angekommen und sitzen an unserem Homeoffice-Rechner. Hier geht es jetzt darum, den Ordner, den wir im Büro mit CryptProtect in die Cloud gelegt haben, verschlüsselt in die Cloud, einzubinden. Dazu starten wir auf dem Heimrechner, hier bereits geschehen, die CryptProtect-Software und klicken auf einen freien Slot. Der Assistent startet und wir wählen hier Importieren. Im Dialog wird uns angezeigt, verschlüsseltes Verzeichnis importieren. Das Verzeichnis hatten wir in die OneDrive Cloud gelegt und hier finden wir auch das Verzeichnis Titan. Ich gebe Ihnen an dieser Stelle zu OneDrive noch eine wichtige Information. Und zwar habe ich jetzt wieder auf den Rechner im Büro gewechselt. Hier weiß ich, dass die Einstellung entsprechend ist. Wir gehen einmal auf dem Bürorechner in den OneDrive Ordner und hier den Ordner Titan. Wenn Sie über dem Ordner die rechte Maustaste betätigen, dann sehen Sie hier die Option im Kontextmenü immer behalten auf diesem Gerät. Und zwar sollten Sie für Daten, die Sie über verschiedene Rechner abgleichen, diese Option immer aktivieren. Ansonsten belässt OneDrive die Daten in der Cloud und lädt sie erst bei Bedarf herunter. Das führt dazu, dass CryptProtect eigentlich keine Möglichkeit hat, auf Daten zu reagieren. Ich zeige Ihnen das gleich. Wir sind jetzt wieder am Heimrechner, wie das auf dem Heimrechner dann aussieht. Ich habe mir also meinen Titan-Ordner hier ausgewählt in OneDrive und werde jetzt darum gebeten, die Passphrase einzugeben, und zwar die, die ich am Bürorechner festgelegt habe. Das war ja, Sie erinnern sich,
schlicht und ergreifend die Ziffernkombination 1, 2, 3. Ich gehe auf OK. Und jetzt werde ich darum gebeten, eben einen Verzeichnis oder ein Verzeichnis zu wählen für die entschlüsselten Daten. Ich gehe dazu in meinen Dokumente-Ordner und wähle hier den Namen Titan. In dieses Verzeichnis wird CryptProtect jetzt unsere Daten entschlüsseln. Jetzt erhalte ich wieder die Warnung, bestätige die Warnung und Sie wissen, wir wollen die Daten zwischen den beiden Rechnern abgleichen, also wähle ich nicht nur im Büro die Synchronisationsmethode Abgleich, sondern auch hier. Abgleich führt dazu, dass Änderungen in beide Richtungen übertragen werden. So, das Ganze ist eingerichtet. Ich kann noch einmal hier forcieren. Und ja, das Forcieren führt dazu, dass eben die Daten aus dem verschlüsselten OneDrive-Verzeichnis hier in meinen lokalen Dokumente-Ordner entschlüsselt werden. Wir sehen uns das hier an. Hier liegen die Daten jetzt. Sie sind entschlüsselt worden und ich kann mit diesen Daten arbeiten. Auch hier wechseln wir einmal in den OneDrive-Ordner und sehen uns dort die Gegebenheiten an. Also OneDrive, hier Titan, mit der linken Maustaste markieren. Und hier sehen Sie schon am Symbol und Status ja eine Wolke abgebildet. Das heißt, OneDrive ist auf diesem Rechner so eingerichtet, dass die Dateien hier zwar gelistet werden, diese befinden sich aber nicht auf dem Rechner, sondern immer noch in der Cloud. Und zwar so lange, bis darauf zugegriffen wird. Damit der Abgleich zwischen den Rechnern einwandfrei funktioniert, sollten Sie hier die rechte Maustaste betätigen und im Kontextmenü dann die Option immer beibehalten auf diesem Rechner aktivieren. Das Ganze führt dazu, Sie sehen das jetzt am Symbol, dass von dem Wolkesymbol ja, zu einem, ja, was ist das, ein Häkchen, ein Checkmark hier angezeigt wird. Das heißt, diese Daten werden immer korrekt auf den Rechner geholt, wenn in der Cloud eine Änderung stattgefunden hat und damit dann auch von CryptProtect korrekt eben in den entsprechenden Projektordner unter Dokumente entschlüsselt. Jetzt sehen wir uns natürlich das Ganze im Betrieb an. Ich habe hier meinen Home-Rechner, habe tagsüber meine Dateien eben in die Cloud gelegt, ArchiCryptProtect ist gestartet, die Verzeichnisse werden überwacht. Ich minimiere einmal die CryptProtect-Software und rufe ein Verzeichnis auf, gehe in den Dokumente-Ordner, dort in den entsprechenden Ordner Titan. So, und jetzt im Ordner Titan befinden sich eben meine Projektdateien. Jetzt zur Arbeitsweise. Ich nehme einmal ja, eine x-beliebige Datei. Was nehme ich? Hier, da ist viel Schwarz mit drin. Da kann man was draufmalen. Ich starte Paint. Geht hier nur darum, die Funktionsweise zu zeigen. Das könnte genauso gut eine Word-Datei oder was auch immer sein. Ich mal hier, versuche das jedenfalls, einfach etwas auf diese Grafik. Ja, ich hoffe, man kann es sehen. Gehe davon aus, das soll es gewesen sein. Ich speichere die Datei. Gefällt Ihnen diese App? Nein, danke. So. Also die Änderung ist zumindest hier. Wir können die Paint 3D. So, also die Änderung ist tatsächlich gespeichert. Sie liegt hier lokal auf meinem Heimrechner auf dem in meinem Projektverzeichnis, im unverschlüsselten Verzeichnis, mit dem ich auch ausschließlich arbeite. Und jetzt geht es eben darum, ja, wie sieht es im Büro aus? Ich wechsle den Rechner wieder und rufe mir hier einmal mein unverschlüsseltes Verzeichnis auf. Sehe mir das einmal an und zwar geht es, ja, ich glaube um diese Datei. Rufe mir die Datei auf,
Habe jetzt per Doppelklick gestartet. Jetzt werde ich gefragt, mit was die Datei geöffnet werden soll. Ich wähle einmal Paint aus. So, jetzt haben wir hier Paint. Ja, es ist zwar riesengroß, was hier angezeigt wird, aber einwandfrei. Wir haben hier tatsächlich die Änderungen. Vielleicht mal in die andere Richtung jetzt. Können wir hier auch was schreiben? Ja. Okay, nehmen wir mal weiß. Sieht man auf schwarz besser. Hallo. Und dann müssen wir natürlich die Schriftgröße entsprechend wählen. Hallo. Warum macht er nicht weiß? So, hallo, durchsichtig, undurchsichtig. So, hallo aus der Arbeit, Ausrufezeichen. Fertig, speichern. Und zurück an den Heimrechner. Ich öffne die Datei per Doppelklick. Sie haben es vielleicht schon gesehen im Hintergrund, wie sich es aktualisiert ist. Und hier mein Hallo aus der Arbeit. Sie sehen, CrypProtect sorgt also automatisch dafür, dass die Dateien ohne weiteres zutun, wenn das Ganze einmal eingerichtet ist, zwischen verschiedenen Rechnern eben abgeglichen wird. Sie könnten sogar einen dritten, vierten oder fünften Rechner hinzufügen. Sie können dort auch zum Beispiel ein einfaches Restore, also die Wiederherstellung oder Spiegelung des verschlüsselten Verzeichnisses auf den Rechner spielen. Dann haben Sie dort immer nur ein Abbild, also quasi eine unverschlüsselte Sicherungskopie, könnten aber nicht mit in die Änderungsprozesse mit eingreifen. Das wäre alles möglich. Nachdem wir gesehen haben, wie man Dateien über verschiedene Rechner hinweg abgleichen kann und dabei zur Inhaltsverschlüsselung zusätzlich die Dateinamenverschlüsselung einsetzt, sehen wir uns im nächsten Workshop an, wie man Daten zwischen Rechner und Smartphone austauscht.